So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, die zweite legendäre Mittagspause, beziehungsweise wie ich es nenne, die legendäre Bierpause. Aber das verstehen nur die Bauarbeiter. Leider hatte ich jetzt auch keine Zeit, sonst hätte ich nämlich zum Feierabend auch ein Bierchen gekauft. Aber die Schlange war so groß an der Kasse, wir wollten ja halb an der Brücke sein. Da sind wir jetzt auch auf dem Weg hin, hat also geklappt. Der Plan war ja an der X-Raid Arena an der Brücke halb einen Raid zu machen, sich da zu treffen. Wir gucken mal fix in die Nearby. Ihr seht, da ist wieder ordentlich was los, also da könnte man sogar... Ah, was ist jetzt? Gut, jetzt sind nur noch 9 Raids da. Einer ist gerade weggeflogen. Und der zweite sollte eigentlich 3/4 am Schwimmbad sein. Jetzt ist vorher natürlich schon einer beim Schwimmbad aufgegangen, der nur bis 12:15 geht. Aber die Theoretiker sagen, wenn der zu Ende ist, würde dann der legendäre Mittagspausen-Raid danach noch aufgehen, direkt im Anschluss, wenn der eine zu Ende ist, dass dann genau der nächste aufgeht. Wir sind mal gespannt, ob das so klappt. Machen also jetzt, wie gesagt, die Brücke, gehen dann zum Schwimmbad, weil das die zweite X-Raid-Arena ist bei uns im Ort. Und wenn der da ist und wenn das so klappt, dass Viertel im Prinzip genau der nächste Fünfer dort aufgeht, der in die Mittagspause zählt, nehmen wir den natürlich auch noch mit. Wenn dann keiner mehr dort ist, müssen wir halt improvisieren. Aber es sind ja genügend Raids in der Nearby-Liste. Zur Not nimmt man auf dem Friedhof die neue Arena mit für die Arena-Punkte oder wie auch immer. Auswahl ist auf jeden Fall vorhanden. Mal gucken, wer jetzt nun alles da ist. Haben sich noch ein paar andere angekündigt heute. Gestern war der Andrang nicht so groß. Heute habe ich zwischendurch gemerkt, dass noch ein paar Anfragen da waren, aber erstmal bis hin und dann melden wir uns natürlich gleich zurück. Ach, da sehe ich schon, 12.32 Uhr am Old City Tower geht nämlich auch einer auf. Und da habe ich ja in letzter Zeit immer die 5er Raids gemacht, wenn ich meinen täglichen Pass weghauen wollte. Also wenn Schwimmbad nichts ist, Friedhof, das oder irgendwas anderes, alles ist möglich. Das hat natürlich sehr gut geklappt an der Brücke. Vielen Dank für die vielen Teilnehmer. Hey! Und jetzt sind wir natürlich auf dem Weg zum Schwimmbad. Und Schwimmbad ist auch einer dran. Es hat also geklappt, obwohl vorher noch ein anderer dran war. Aber sobald er zu Ende war, ist dann der neue aufgegangen für die Mittagspause. Richtig genial. Theoretisch könnt ihr also auch einen Doppelraid an einer einzigen Arena machen, wenn ihr den einen zum Ende macht und dann gleich danach das nächste Ei mitnehmt. Und ja, jetzt machen wir fix Schwimmbad und dann gucken wir mal, melden wir uns nochmal zurück, vielleicht hängen wir noch einen dritten ran. Es sind nämlich noch freie Pässe vorhanden, die Leute haben noch Bock, das sehe ich schon. Zwei wollten wir machen, drei werden es bestimmt. Mal gucken, also bis gleich. Da sind wir also auch beim Schwimmbad durch gewesen. Ging auch recht zügig, hat gut geklappt und boah, so müsste das eigentlich immer sein. Deswegen legendäre Mittagspause, eine gute Sache. Da kann man sich schon drauf vorbereiten, vorher einen Plan machen. Man weiß ja eh, wo was ist. Kann dann gezielt dahin gehen und auf die X-Raid-Arenen gehen natürlich. Jetzt sind sogar noch ein paar Leute am Start gewesen. Deswegen haben wir gesagt, gut. Gehen wir noch zum Stadtwappen, weil Bob the Rob ist oben noch dazugestoßen. Der hätte da gern noch einen gemacht. Jetzt wird es ja auch noch laut. So, wir haben am Stadtwappen sogar noch einen mitgemacht, die Nummer 3. Und der Vian ist sogar noch mitgelaufen mit dem Tobi. Und da sind wir noch schnell zum Turm. Und haben am Turm noch einen gemacht, den 4., sodass auch die ganzen freien Pässe fort sind. Glorreicher, erfolgreicher Tag, so muss es sein. Morgen natürlich nicht mehr, morgen sitzt man wieder da, wartet den ganzen Tag, ob was aufgeht, ob nichts aufgeht und wenn was aufgeht, ob da Leute da sind oder nicht, ist dann wieder komplizierter. Deswegen finde ich eigentlich richtig gute Sache. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie es bei euch so war, wie eure Mittagspause verlaufen ist, ob ihr Raids gemacht habt, wie viele Leute so da waren, ob sich das gelohnt hat, wie viele Raids ihr gemacht habt und generell also, wie ihr das fandet. War das genauso wie die erste Mittagspause oder war es diesmal irgendwie anders? Seid ihr anders an die Sache rangegangen oder habt ihr alles genauso gemacht? Das war es aber von meiner Seite aus.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, hervorhaut, euer Ramses.